Hallo und willkommen zu Icarus, viertes Beta-Wochenende. Wir sind gerade dabei, den ersten Satelliten zu bergen, hoffe ich. Also wir versuchen es zumindest. Wir sind hier und da müssen wir hin, also theoretisch ist es nicht mehr weit, aber Wölfe haben wir schon gesehen, einen Bären noch nicht. Ich bin froh, dass wir noch keinen gesehen haben. Ich habe auch ein bisschen Schiss hier. Schiss hier gerade, wollte ich sagen. Den lasse ich aber liegen, ne? Den lasse ich mal sowas von liegen. Hoch. Wollen wir doch mal umschauen hier. So, eigentlich müssten wir da irgendwie rumkommen. Ist nur die Frage, wie, ne? Ich werde jetzt mal hier durch den Wald gehen. Oh, da unten ist ein Bär. Ich habe ihn gesehen. Da. Scheiße. Wir müssen aber eigentlich auch in die Richtung. Das ist halt die Frage, wie kommen wir denn da hin? Gibt es bestimmt irgendwo eine... Ja, da gibt es eine Höhle. Und ob wir hier runterkommen, das wage ich zu bezweifeln. Wo ist der Bär da drüben? Na, wir können es mal probieren, oder? Was? Nein, nicht Sturm. Nein, nein, kein Sturm. Da bin ich jetzt echt dagegen. Ach, nee, oder? Es ist immer das Gleiche. Au. Au. Also mal gucken, ob wir da zu der Höhle schnell rüberkommen. Ah, hier kann ich mich erinnern. Hier waren wir schon mal, ne? Eigentlich sind wir gerade in einer ganz anderen Richtung unterwegs. Scheiße hier. Aber egal. Wir werden jetzt mal hier durch die Höhle. Was? Geht's da runter? Oh nee. Eisen gibt's hier auf jeden Fall ohne Ende. Oh ja, hier gibt's eine Menge Eisen. Okay. Geht's hier auch irgendwo raus?
Zum Glück sind in den Höhlen keine Mobs. Playable Area. Was soll denn das bitte bedeuten? Wie soll ich denn sonst dahin kommen? Was? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ey, Spiel, was soll denn das? Sich verarschen. Och, nee. Och, Spiel. Fuck you. Echt jetzt. Ich will nicht random Location, ich will an meinem Bett spawnen, ihr Spacken. Hä? Wieso random Location? Ich hab doch eine Bettrolle gebaut. Was? Was? Oder erscheine mit einem Nachteil wieder. Ja, fuck you, Mann. Hä? Was? Ich... Hä? Ich bin gerade verwirrt. Hallo, ja? Hä? Verstehe ich gerade nicht. Was ist denn hier los? Also das scheint in der Beta noch nicht gut zu funktionieren hier. Das ist die Rakete von außen. Super. Ja, spitze. Unser ganzes Equipment ist weg. Fuck you, ey. Playable Area. Leck mich doch, ey. Playable Area. Und warum bin ich jetzt zweimal gestorben? Hä? Also einige Sachen verstehe ich in dem Spiel noch nicht. Wo sind wir eigentlich gerade? Wir sind hier. Wo war denn unser Haus? Irgendwo da, oder? Gut, dass der Sturm nicht so laut ist. Ja, läuft hier. Ich muss mich erstmal orientieren. Da irgendwo ist unsere ursprüngliche Rakete, oder? Das müsste doch die ursprüngliche sein. Ist auch, jo, alles ist weg. Geil. Oh, ich kotz. Das ist natürlich super, ne? Also das liebe ich an dem Spiel nicht. Ich kann meine Sachen aber noch holen, vielleicht. Wenn ich aufpasse. Ich glaube, das machen wir auch, oder? So, warte mal. Wir sind jetzt hier irgendwo bei der Rakete. Rakete, Rakete. Wo ist denn die Scheißrakete?
Die muss... Da ist der See. Okay. Ach Gott, das war so klar, aber ich finde das ein bisschen doof eigentlich. Weil, hä? Was soll das? Ich meine, dann mach halt irgendeine andere Einstellung, aber nicht, dass man drauf geht. Weil das ist ja Quatsch. Nur weil es noch keine Playable Area ist. Das regt mich ein bisschen auf, wo ich mir denke, yo, danke Leute. Nicht, dass ich mir gerade stundenlang den Scheiß zusammengefarmt habe. Ja, Matz, 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 Matz. So, so ist das halt, wenn man zu blöd ist, richtig. Aber wie kommen wir denn da hin? Da müssen wir mal gucken. Es muss ja irgendeinen Weg geben, wie man trotzdem zu dem Scheiß-Satelliten kommt, ne? Fehlen uns hier wieder Sticks. Sticks, 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 Sticks. So. 21. Das ist ja erst noch nicht so berauscht. So. Meine Leiche ist in der Richtung. Dann machen wir uns nochmal gleich auf, ne? Auf, auf. Weil Leiche bergen würde ich auf jeden Fall gerne. Lalalalalalalala. Herstellen. Hier noch ein paar Pfeile. Vielleicht machen wir uns von dem aber hier. So, okay. Scheiße. Ich sag's euch, so eine Kacke. Blöder Hase, komm her. Krieg schon ein paar auf die Nuss. So, wir müssen irgendwo Sauerstoff mitnehmen. Kurz gucken, ob wir hier irgendwo ein bisschen Sauerstoff finden. Und vielleicht nicht unbedingt einen Bären, das wäre spitze. Ja, schön, auch gleich die zwei Sauerstoffbeutel weg, ne? Yay! Und die Trinksäcke und die Lederrüstung und. Okay. Aber wir werden es wiederholen. So. Das soll uns erstmal reichen. Geh mal weg. Ja, ich glaube, sterben gehört aber zu einem Spiel echt dazu, ne? Leider. Oder zum Glück, je nachdem. Und es ist noch das Easy-Gebiet hier, ne? Easy, easy. So, da ist der See. Yay. Weiter geht's. Oh, den nehme ich mit.
Ja, wenn man hier so am Felsen entlang läuft, geht's, ne? Kein Bär in Sicht. Gut. Wenigstens ist jetzt der Grabstein auf der Karte zu sehen. Vorher musste man sich immer den Quadranten merken. Das war auch mal ein bisschen bitter. So, war ich jetzt M11 oder 7? Oder wo war ich denn eigentlich? Aber das ist schon cooler so. Ich meine, warum auch nicht? Stört ja jetzt auch keinen, glaube ich. Im Gegenteil. Das Dumme daran ist, wir haben natürlich jetzt nichts zu futtern dabei und auch kein Wasser, ne? Dammit, dammit, dammit. Hauptsache, wir kriegen die Leiche zurück. Bin ich eigentlich schon sehr glücklich. So, gerade mal ein bisschen Fleisch und Knochen mitnehmen. Wir müssen da rum, ne? Ist auch ein schöner See hier. Könnten wir was schnabulieren hier. Schlüggelwasser. So. Ist natürlich die Frage, was, welcher Weg ist der kürzere hier? Oh, danke. Ja, die Früchte, die retten einen echt manchmal den Arsch, ne? So, darüber müssen wir. Das ist aber nicht der Weg, den ich vorhin gelaufen bin, ne? Fällt mir gerade so auf. Weil, guck mal, da ist ja ein anderes Biom. Na gut, vielleicht kommen wir da trotzdem so hin. Oh, cool. Okay, das neue Biom haben wir auf jeden Fall schon mal entdeckt. Müssen in die Richtung. Aber hä? Wir sind jetzt irgendwie ganz anders gelaufen. Okay, scheiße. So war das eigentlich nicht geplant. Ich dachte, ich hol fix die Leiche. Naja, gut. Oder auch nicht. Ja, ja, ist ja gut, ich hau ja schon wieder ab. Okay, 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 okay. Ciao, 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 ciao. Ja, super. Und wie komme ich jetzt hier wieder weg? Ja, die sind ja auch geil, die Spielemacher. Na, toll. Okay, da darf ich nicht hin. Dann muss ich wieder zurück. Ja, hey. Ja, ein bisschen Exploration auch nicht schlecht. Ein bisschen erkunden. Why not? Bin ich so viel anders gelaufen? Scheinbar, ne?
Aber viele Wege führen nach Rom. Ich muss nur den richtigen finden. Eieieiei, damit habe ich jetzt aber auch nicht gerechnet. Scheiße. Ja, so ist das. Es kommt immer alles anders, als man denkt. So, 27 haben wir noch. Komm, wir schmeißen die mal da drauf. Wir essen mal ein bisschen was. So. Das Dumme daran ist, wir haben schon 16 Uhr, ne? Und ich wollte ja nur mal eben schnell meine Leiche holen. So, jetzt kommen wir der Sache hier aber schon näher, glaube ich. Ich hoffe, dass es hier irgendwo den Durchgang gibt. Na toll, da kommt man natürlich nicht rum. Oh, ich kotze im Strahl. Irgendwo ein Bär? Nö. Kein Bär, das ist schon mal gut. Irgendwelche Wölfe? Nö. Auch nicht. Ah ja, heute läuft's. Na, dann gehen wir mal da runter, ha? Da kommen wir nämlich wieder in die Heimat. Vielleicht schlafen wir einfach mal eine Nacht. Ich weiß nicht, ob der Rucksack da noch da ist, aber... Mir sieht es ein bisschen danach aus, als würden wir es jetzt nicht ad hoc schaffen, da hinzukommen, oder? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Zumal, wenn es dunkel wird, im Dunkeln hier rumlaufen, das ist schwierig, glaube ich. Ja, Wölfe sind hier auf jeden Fall am Start. Wir sind hier rumgelaufen, glaube ich, gell? Ist natürlich die Frage, willst du das jetzt nachts machen? Ich weiß allerdings auf der anderen Seite nicht, wie lange der Rucksack da liegen bleibt, ne? Scheiße, scheiße, scheiße. Wie viel Sauerstoff haben wir denn noch? Sag mal, wenn wir uns ein bisschen Stein mitnehmen für ein Lagerfeuer. Haben wir Fleisch? Jo. Eins.
Vielleicht holen wir unterwegs noch ein Fleisch, dann können wir zumindest mal in der Höhle übernachten vielleicht. Aber wir hätten wenigstens unseren Rucksack zurück, ne? Wäre halt schon gut. Das wäre auf jeden Fall sehr gut. Ciao Hirsch, wir sehen uns. Oh je, die Sonne geht schon unter. 17.59 Uhr. Scheiße. Jetzt müssen wir aber uns ein bisschen Gas geben, gell? Ein bisschen Gas geben hier. Alter, gibt es hier hohe Berge. Guck mal da oben. Eieieiei. Ja, sorry, in der Not. In der Not nehme ich auch das. Knochen lasse ich jetzt mal liegen. Ich glaube, hier sind wir nicht falsch, oder? Oder sind wir hier wieder falsch? Ich glaube, wir müssen da... Ach, lauf doch. Ich glaube, da unten war doch die Höhle, ne? Bei dem See. Jo. Und da unten war auch irgendwo ein Bär, den wir letztes Mal, aua, sehr geschickt umlaufen haben. Vielleicht gelingt uns das wieder. Oh, es wäre so gut. Ich mache 3 Kreuze, wenn wir unseren schieten Rucksack haben. Da frage ich mich aber jetzt ernsthaft, wie komme ich denn zu dem Satelliten? Ne? 2 Wege führen ins Wüstenbiom und da dürfen wir nicht hin. Was soll mir das sagen? Oh, da ist ein Wolf. Was? Oh, nee. Die habe ich ja jetzt gar keine Muse. Verfolgen die uns noch? Ach, wir haben keine Fackel. Scheiße. Was brauchen wir denn für eine Fackel? Noch Holz. Och, zumindest sind wir mal wieder in der Höhle. So, jetzt ist nur die Frage. Mama, meine Leiche. Ist wo genau?
Wieso ist hier drin eigentlich Sandsturm? Wo ist denn meine Leiche? Ich sehe meine Leiche nicht. Oh, 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 oh. Warum läuft die Zeit noch weiter? Scheiße. Ich kotz. In der Zeit schaffe ich es doch nie, meine Leiche zu holen, oder? Ich hätte Holz holen sollen. Vielleicht mache ich das noch fix. Weil ich meine, wir können ja sowieso nicht raus, wenn da der Sturm ist. Aber ein bisschen buggy ist es hier schon, ne? So. Hätte ich behauptet. Können die in die Hülle? Oh nein, die können in die... Scheiße. Oh, ich bin gleich tot schon wieder. Oh, ich kotz. Okay, den Wolf sind wir los. Ja, wo ist er hin? Die spawnen die im Wasser oder was? Ah, ich wollte gerade motzen. Ich brauch doch Holz. Jetzt hoffe ich, dass hier kein Wolf mehr ist. Oh je, wir haben echt Pech. Also ich glaube, die Leiche kriegen wir nicht wieder mal. Ist ein Wolf. Den können wir uns jetzt ja eigentlich nicht leisten, ne? Den können wir uns nicht leisten. Habe ich denn ein paar Sticks? Nicht wirklich. Davon gestohlen, ey.
Okay, wir werden mal die Nacht hier überdauern. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge hoffe ich, dass ich entweder meinen Rucksack habe oder wir sind wieder im Lager und craften in Kehlefet neu. Das würde ich dann aber auch schon mal ohne euch machen, dass wir wieder auf dem Stand sind. Ja, und dann probieren wir es nochmal von vorne, ob wir es schaffen, den blöden Satelliten hier zu bergen. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und genießt die Zeit. Bleibt mir alle gesund. Bis gleich. Ciao.